Der Prozess gegen Funktionäre des Moscheeverbandes Milli Görüş wegen Steuerhinterziehung und Betrug hat in Köln begonnen. Vor Gericht müssen sich der ehemalige Generalsekretär Oğuz Üçüncü sowie drei weitere Führungspersonen und ein Buchhalter verantworten. Den Angeklagten wird vorgeworfen, in den Jahren 2004 bis 2008 Kalender verkauft, Pilgerfahrten organisiert und Spenden für Opfertiere gesammelt und diese nicht versteuert zu haben. In einem weiteren Verfahren müssen sich drei Führungspersonen der Milli Görüş und der Chef der Buchhaltung verantworten. Zwischen 2005 und 2009 sollen über 11 Millionen Euro an Spenden eingesammelt worden sein, wobei es zu Unregelmäßigkeiten kam. Die Spenden sollen für Opfertiere gesammelt worden sein, allerdings sollen 30% der Gelder für andere Zwecke verwendet worden sein.